Und herzlich willkommen zurück zu Enigmatius, Mist of Maple Creek. Ich hoffe immer noch, dass ich das richtig ausspreche. Und Entschuldigung, ich habe noch eine Pause gemacht. Trotzdem ist meine Stimme im Arsch. Uns ist hier eben dieser nette Typ entgegengekommen, den wir jetzt erstmal so eine halbe Stunde haben liegen lassen, ohne ihn zu beachten. Und jetzt gucken wir mal, was er hat, weil er hat um Hilfe gebeten und wir sind ja gar nicht so asozial und gucken mal, was er von uns möchte. I remember now. No, you were wrong. You're still in great danger. We knew each other, and fairly well, it seems. I have to wake him up. Hey. Ey, Bro, steh auf. Hörst? Ich kann seinen Atem auf meiner Hand spüren. Er ist am Leben, aber bewusstlos. Vielleicht würde etwas Wasser helfen. Steh auf. Rede mit mir. Detective, it's you. You're still... Thank good... Oh, I'm wounded. I don't have much time. Listen. The truth is not what it seems. Take the bag I tried to give you. These old files will make you understand. Don't waste time on me. You have to rescue Kate before it's too late. And save yourself. Oh, no. Not again. I have to go. He's calling. What the fuck? I have to go. He's calling. Dann geh doch, Junge. I have to go. He's calling. Crazy shit. Der Verletzte. Ein Mann ist auf der Straße aufgetaucht. Er ist verletzt. Vielleicht kann ich ihm helfen. Er braucht Hilfe. Ich erinnere mich, wir sprachen vor kurzem miteinander. Worüber sprachen wir? Wenn ich ihn nur wieder zur Besinnung bringen könnte. Der Mann ist wieder zu Bewusstsein gekommen. Er warnte mich vor einer namenlosen Gefahr und sprach von Kate. Rette Kate und dich selbst. Er kennt sie. Dann plötzlich veränderte er sich, als ob er von irgendeiner äußeren Kraft kontrolliert wurde. Ich muss gehen. Er ruft mich. Wer ruft dich? Und seine Augen, genau wie die des Mannes, der den Dolch stahl. Dieselben leuchtenden Augen. Ausrufezeichen. Die... Wegen dieser Frau gibt es irgendwann keine Ausrufezeichen mehr, weil die überall Ausrufezeichen benutzt. So, Ende. Ende im Gelände. Und nochmal wimmeln. Bananenschale. Die kenne ich schon, die habe ich schon gesehen vorhin. Und den Kleiderbügel auch. Billardkugel. Kissenbezug. Das könnte jetzt mehr sein. Okay, das. Die Gießkanne. Der Teddybär. Ein Törtchen. Wo ist denn der Törtchen? Hier sind die Lippen. Eine Schlange habe ich auch schon gesehen. Ein Törtchen. Das kann ich wieder aufmachen. Ist da ein Törtchen drin? Nein. Da ist ein Törtchen. Eine Socke. Eine Brille und ein Kleid. Das war easy. Was habe ich gekriegt? Den Billardkugel. Ich hätte gedacht, es wäre ein Zauberstab von Harry Potter. Kann ich damit jetzt... Oh, ich habe den Becher nicht mehr. Was kann ich jetzt mit dem Billardkugel machen, Alter? Kann ich damit jetzt den scheiß Korken rausfischen? Nö. Was mache ich denn jetzt mit einem Billardkugel? Ach so. I understand. Oh no. Well, if that wasn't an ill-timed gust of wind. Ist das jetzt runtergefallen oder was?
I remember now. No! You were wrong! You're still in great danger! He murdered them all! Can you imagine? But it's not over yet! Here, take this. Inside are the answers to the remaining riddles. Alles klar. Fallordner Maple Creek. Diese Akte sieht alt aus. Könnte sie ihm gehören? Detective Hamilton? Sein Haus muss einbrechen. Ist dieses Haus in irgendeiner Weise wichtig? Er steht nur so da drauf. Regelmäßig und niemals zu spät. Kein einziger. Eine Sekte? Diese Kirche verbirgt etwas. Ein Stein. Ach nee, das ist so ein Reliefstück. Ach Quatsch, das war überhaupt nicht hier. Ah, was bin ich denn für ein Kack? Oh. Ist mir egal, erstmal wimmeln. Einen. Oh Gott, dieses Wimmel ist doof. Haken und Seil. Was brauche ich hier raus? Gar nichts. Haken und Seil. Da. Ein Walkie-Talkie. Ein Walkie-Talkie. Da ist ein Walkie-Talkie. Ein Kaffeebecher. Das ist kein Kaffeebecher. Das ist kein Kaffeebecher. Hier ist ein Kaffeebecher. Feuerlöscher. Eine Rattenmutter. Das war ein Zahnrad. Okay. Eine Mutter habe ich von irgendwo gesehen. Da ist eine Mutter. Das war keine Rattenmutter. Ja, toll. Woher soll ich denn jetzt wissen, was eine Rattenmutter ist, Junge? Rattenmuttern. Sind das dann... Die liegen da vielleicht mehrere? Auf einem Haufen? Maybe? Please? Aha. Ein Handfeger. Ein Kleeblatt. Nicht dieses Kleeblatt. Hier war noch irgendwo eins. Ich weiß das. Ich weiß das. Ich habe das schon mal gesehen. Da dachte ich so, hihi, hier ist ein Kleeblatt. Und dann war da noch irgendwo eins. Da. Hallo? Hallo, Kleeblatt? Und da ist auch noch eins. Ein Dreieck. Eine Eichel. Ein Euro. Ein Pfeil. Hier sind a lot of Dreiecke. Nee. A lot of Dreiecke. Der Pfeil. Guck mal hier in der Feder. Hatte ich ja vorhin schon. Und ein Dreieck. Ich habe einen Haken und ein Seil gekriegt. Cool. Oh, warte mal. Da lag was. Der Prediger. Die Einwohner halten große Stücke auf den Prediger. Doch mir bereitet er Unbehagen. Okay. Hast du Notizen gemacht? Ja. Das ist neu, ne? Ne, das ist alles... Ah, okay, nee, das... Ah, ja, ich verstehe. Ich verstehe, auf welcher Seite wir sind. Der verwundete Mann erwähnte eine Tasche, die er mir zuvor geben wollte. Ich weiß nicht, was er meinte, doch er sagte, der Inhalt der Tasche würde alles erklären. Ich erinnere mich, er hielt sie in der Hand, als wir uns unterhielten. Ich muss herausfinden, was in dieser Tasche ist. Ich fand die Tasche mit den alten Fallordnern darin. Leider hat der Wind sie fast alle zerstreut. Worüber geben Sie mir Aufschluss? Vielleicht kann ich einige Akten finden. Vielleicht auch nicht. Kann ich hier welche finden? Sind hier welche hingeflogen? Nein. Was habe ich? Die Reliefstückchen habe ich hier. Das hier. Puzzle! Keine Ahnung. Erstmal die Randstücke, ja? Das wissen wir beim Puzzle.
Ich weiß noch nicht so genau, ob das Randstücke sind, die ich hier habe. Kann ich die drehen? Ja. Sie noch nicht? Weiß ich auch noch nicht. Warte. So. Ups. Ist klar. Und das ist jetzt plötzlich wieder so zusammen, dass man es mitnehmen kann. Oh, Wimmel! Ein Schmetterling! Und ein Vogelkäfig! Und eine Tischdecke! Und zwei Schuhe! Einen Hammer! Ein Teesieb! Einen Koffer! Nägel. Eine Feder. Eine Feder. Eine Feder. Das ist ein Vogel. Weiß ich noch nicht. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Ein Herz. Und eine Uhr. Tick-Tock. So, jetzt nur noch die Feder. Le Feder. Da. Ja, Hammer und Nagel. Keine Ahnung, wofür ich Hammer und Nagel brauche, aber ich glaube dieses. Oh. This isn't how I remember it. Was ist das? Someone's been here and examined the body. Jemand war hier und hat den Leichnam untersucht. Wer? Warum? Jemand ist gerade in der Pension gewesen. Ich hörte Schritte im Keller. Die Leiche wurde untersucht. Weiß ich nicht. Ich hab gedacht, das würde funktionieren. Was muss ich denn jetzt machen? Das kann ich nach da hinten bringen. Hallo? Jetzt brauche ich hier noch einen so ein Dings. Oh, warte. Detective Richard Hamilton, Hillington, Vermont, Chittenden 802. Beschreibung, Notizen. Emily Smith, 23, ging im Wald um Maple Creek spazieren, verließ ihr Haus am 3. Juli 1980. Blablabla, eine Serie von Entführungen.
Vermute, dass sie ums Leben gekommen. Alle Opfer sollte Beweise sammeln. Unterschrift: Irgendwer. Neue Schlussfolgerung verfügbar. Ach du heilige Kanonenkugel. Nein, 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 ja. Ja, der Ordner muss Detective Hamilton gehört haben. Auch er suchte nach einer vermissten Mary. Wenn ich seine Notizen folge, könnte ich dem Ganzen hier auf die Spur kommen. Finde Kate, bevor es zu spät ist. Warum kann ich diese Seiten nirgendwo zuordnen? Weiß ich auch nicht. So, dann gehen wir wieder. Was war das denn? Ich hatte gerade so ein Pumpen auf dem Ohr. Natürlich entstanden oder ein Monument. Das Niesen. Entschuldigung. Puh. So, jetzt stehe ich wieder genauso auf dem Schlauch. Aber das macht nichts, denn wir sind schon bei 16 Minuten. Und deshalb bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei sein wirst. Tschüss!